Herzlich willkommen zu Ostriff. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollten wir ja gucken, wie wir unser Problem lösen mit den Angestellten. Weil sonst wird es nichts mit der Kühe. Dafür haben wir zu wenig Arbeitskräfte. Entschuldigung. Meine Erkältung ist leider noch nicht weg. Hier sieht's gut aus. Wie sieht's an? Oh, es war Anziehsachen. Okay. Oder wartet drauf. Jawohl, der Kuhstall ist fertig. Gucken, ob ich da Frauen für kriege. Nein, keine Frauen. Weil, wieso ein Mist. Ja, nützt alle nichts, müssen wir Häuser bauen. Aber jetzt muss eben der Kuhstall und der Brunnen gebaut werden. Oh, ich werde euch helfen, da durchlaufen. Laufen Sie da hinten auch. Ach, das ist der Arbeitsweg von denen dahin. Okay. Deswegen laufen die da rum. Die Mauer von hier nach da kann ich auch nicht irgendwie zuführen. Das haut nicht hin. Wollen jetzt? Wollen jetzt? Ey, ich zahle schon mehr Geld und nehme wenig Miete für die Häuser. Doch am Beschweren. Was mache ich denn hier jetzt? Ein bisschen verschönern hier. Ich habe eh zu wenig Bäume. Aber schön zu sehen, wie sie alle hier rumlaufen. Aber jetzt schon wieder ohne Geld. Was ist denn da los? Die sind doch am Arbeiten.
verstehe es gerade nicht. Dann ist der ja vollkommen überflüssig. Wie sollen sie da weiterlaufen? Ja genau, da müssen sie hier durch und da können sie lang. Müsste eigentlich am Platz reichen. Ja, wächst doch. Fantastisch. Und das ist brach. Sauber. Scheint es doch zu funktionieren. Jetzt fertig. Ah, der nächste Buchstabe, okay. Brauche ich da noch gar nicht. Ist ja noch gar nicht so weit. So, jetzt mach doch mal die Häuser fertig, Mensch. Och nö. Könnten wir denn jetzt passenderweise hin? Aber wir können hier noch welche hinbauen. Manchmal dreht sich das so echt zu weit. Na komm, mach fertig. Ich brauche die Leute, 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 Leute. Zahl euch gutes Geld, jetzt baut doch mal schneller. Super, jetzt wo es geliefert hat, hauen die ab. Ich drehe ab hier. Ja, und wo kommt der jetzt her? Wo bleibt der? Hallo, gleich drei.
Na, bitteschön, geht doch. Was ist das denn für ein Altersunterschied? Oh je, oh je, oh je. 36 zu 22. Da könnte man jetzt lange drüber diskutieren. Ich will nicht, dass es da aneckt. Aber mach das so. Und? Ja, danke, Leute. Was ist da los? Keine Frauen, die den Job machen, oder was? Warte mal, ich habe da gerade eine Idee. Ach nicht doch. Was ist ja doof. Geht nicht. So weit nach vorne geschoben. Aber hier kann ich das. Wie kriege ich das jetzt an den Bauernhof daran? Dann müsste ich das von hier aus. So machen. Dann müsste das doch hinhauen, oder? Bin mal gespannt. Bänke setzen? Ach, warum drücke ich nicht? Das ist aber die bekloppte Taste zu drücken. Jetzt sind wir zu weit.
Jo, Clay und Setch. Jawohl, 94 Bevölkerung, das sieht doch schon mal gut aus. Nein, ich habe da den Zaun falsch gesetzt. Aber warum sagt mir das denn keiner? Leute. Das Stück. Falsch. Das doch. Das könnt ihr ein bisschen kürzer machen. Ein bisschen kürzer. Und eine Öffnung reinbauen. So, dass man die Kühe da raustreiben kann. Fertig. Ja, mal gucken, ob das klappt. Da arbeiten immer noch keine Leute. Was ist da los? Keine Frauen, die da arbeiten? Warum will er keine arbeiten? Hallo. Woran liegt's? Wo ist das Problem? Ja, da muss ich mal schicken. Nutzt alle nix. Dann lass ich aber schnell das hier auch machen. Will meine Kühe gerne heute haben. Juhu! Die Kuhbestellung läuft. Was? Neun Kühe? Ne, 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 ne. Vier. Zwei Ochsen. Ein Bull. Wir machen vier Ochsen. Jede Farm. Ja, kann ich mit leben. Den. Ups. Naja, was wieder drin war. Plus minus null. Ach, das Feld ist abge... Ja, okay. Ich zahle schon mehr Geld. Aber noch mehr geht nicht. War ein Problem.
Wie sehen denn die Marktstände aus? Fish, Potato, Floor, Closes. Yeah. Hier ist auch ein Lager, okay. Das läuft auch. Warum läuft die Windmühle nicht? Ah, kein Weizen. Okay. Hey. Ja, ob wir das dann endlich bis zur 10. Folge im Griff haben mit unseren Leuten, das werden wir sehen. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen und dass ihr euch mal Gelaber reinzieht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Je nachdem, wann ihr euch die Folge anschaut. Bis bald!